Anders sein. Ich habe wohl einen neuen Lieblingsplatz hier im Garten. total herrlich hier. Also ich verbringe hier schon eine Weile drin und ich will hier irgendwie gerade gar nicht raus. Ich muss auch sagen, ich habe diese Woche hier richtig viel geschafft und war richtig oft im Garten und ich bin es heute schon wieder. Ich konnte nicht zu Hause sein bei dem schönen Wetter. Musste ich hierher. Mal schauen, mal schauen. Ich habe hier mein ganzes Holz mal auseinandergeflitzt. Und ein bisschen sortiert und mir Gedanken dazu gemacht, wie ein Holzlager aussehen könnte. Das möchte ich ganz gerne hier an dieser Wand haben. Ich habe unten da mit diesen, wo fängt das an, da und da drüben, Flöcke reingehauen. Das markiert dann den Platz, wo nachher der 1000-Liter-Tank hinkommt. Ich möchte ja gerne das Wasser auffangen vom Regendach und nachher dann da reinlaufen lassen. Ja, und hier mache ich ein bisschen rum. Tüftel und Tüftel, mach mir Gedanken. Heute ist Sonntag, bisher ist hier das komplett ruhig. Ich werde nicht hämmern, bohren und tackern und was weiß ich. Das mache ich an einem anderen Tag, aber ich kann das ja vorbereiten, schon mal in diese Richtung lenken und alles tun, was jetzt, was man jetzt tun kann. So, hier war ich jetzt bei und habe ein wenig Holz sortiert, zurechtgepackt. Ihr seht das, alles selbst erklärend. Auf jeden Fall, da wird jetzt mein Holzlager sein. Zunächst so, ich will natürlich eine Überdachung und so weiter hin haben, ist aber noch nicht dran, eins am anderen, heute ist Sonntag, da wird soweit nicht gewerkelt und mir fehlt dann auch noch Material. Ansonsten liegen hier noch längere Sachen und auch dort hinten dann nochmal angelehnt und einmal links noch die Dinger. Das gehört dann nachher alles noch wegsortiert. Aber so für den Anfang bin ich schon mal sehr zufrieden. So, ich denke, so kann man das jetzt lassen. Schön aufgeräumt und ich habe jetzt einen besseren Überblick, wo was ist. Die größeren Sachen habe ich wieder im Bunker. Ich bin jetzt hier im Eingangsbereich. Hier vorne soll wieder so eine Art Hügelbeet für Sonnenblumen hin. Der Bereich hier, wirklich diese Steinreihe. Zip. Markiert den Bereich, wo auch noch ganz viele Sonnenblumen hin sollen und andere Blumen. Und ja, da werde ich mal anfangen umzugraben. Das ist jede Menge Arbeit, aber Attacke würde ich sagen. So soll es sein, kommen mir gleich gute Ideen zu. Hier vorne sollen ja Blumen hin, so als so ein Willkommensgang und ein bisschen Sichtschutz, weil Sonnenblumen ja auch groß werden. Man soll, wenn man durch den Garten geht, das Ganze entdecken können. Von daher nicht gleich alles ersichtlich, das ist auch so das, was ich möchte. Und das soll ganz viele verschiedene eigene Plätze haben, die einladen, sich da niederzulassen. Zum Beispiel eine Bank, Sitzplatz, Liegeplatz, wie auch immer. Oder einfach nur rumzulaufen und irgendwas zu naschen. Mal gucken, wie das wird. Mir kam gerade die Idee, da wo der Spaten steht, so einen kleinen Weg rein und dass man so noch so einen kleinen Place hat und einen Platz zum Hinsetzen.
für ein bis zwei Personen. Mal gucken, ob der Platz dafür reicht. Ich gucke mir das mal an. Okay, das ist etwas, was ich später festlegen werde. Ich habe da noch mehr Ideen zu und ja, ich lege jetzt einfach los, mach und die ganze Fläche muss sowieso gerodet werden. Die Grashoden müssen weg nach unten und einfach umgraben. Vorher nur so ein bisschen ausgelegt, gefällt mir ganz gut. Bisschen mehr Platz in die Richtung. Mal gucken, was das wird. Aber Blumen finde ich erstmal super und ich grabe jetzt um. Von dort einmal hier hingepackt. Ja, ich mache gerade Pause zu Hause. Mein Kater hat sich gefreut, dass ich nach Hause komme und auf den Balkon gehe. Ich werde jetzt ein bisschen das Essen und so und vielleicht bin ich später noch mal im Garten. Spaß muss zwischendurch auch mal sein. Also, ich bin wieder zurück im Garten nach der Pause und ich werde jetzt weiter buddeln. Thank you.
das Gesicht die ganze Zeit so verziehe. Der Boden ist teilweise aggro-hart. Ja, und das zum Ende hin. Ich mobilisiere die letzten Kräfte. Bin durch für heute, gleich reicht es auch. Und ja, die Sonne ist fast weg. Ich hoffe, ihr könnt auf dem Video noch genug erkennen. Ich mache das jetzt zu Ende und hoffe, dass ich alles in den Kasten kriege. Endspurt! So, ihr Lieben, ich bin für heute durch, mir reicht. Ich habe alles geschafft, was ich wollte. Ja. Oder mehr als ich wollte. Und bin sehr zufrieden und kann jetzt meinen Restsonntag genießen. Tag ist ja schon fast rum. Ich freue mich auf die Dusche. Ja. Nächstes Mal geht's weiter. Tschüss, euer Lars.